Leon? Ja, bin da. Ja. Schnapp dir mal Wadi. Was hast du denn für eine Fehlausgabe? Und begib dich im Koordinatenquadrant 022 114. Wir schicken erstmal eine Nachsicherung vor, und zwar auf die Position schwarzer Punkt. Zu schwarzen Punkt. Hamburger 338 hinter dem Bus in Ruhe, mehrere Personen. Bleibt erst in Deckung hinter der Baumlinie und dann. Vereinzelter Beschuss durch Flachfeuer. Ja, verstanden. Aus Richtung 020 wahrscheinlich. Wadi? Mhm. Hinter dir? War aber nichts Besonderes. Okay, hast du mitgehört, ne? Ja. Alles klar, ja. Hamburger? Ich verlasse die Straße und sicher. Okay, dann lass uns los. Ja? Hamburger. Lageinformation 338. Bei mir Einheiten werden Signatur. Endlich Ruhe. So, laufen wir erstmal hier rechts am Wald dran, links. Toka vorrücken, links jetzt der Straße aufschließen auf eigene Position. Ende. Ja. Okay, über den Tannen legen wir uns hin. Okay, hinlegen. Und vor bis zu den Tannen. Das ist eine dicke Tanne, die lässt mich ja gar nicht durch. Na, ja, hier kommst du durch. Oh nein, jetzt hab ich die. Warte, warte, warte. Und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Alter. Ich sehe den Wald voller der Bäume nicht. Überall Tannen. So. Ich sehe das Feldlager. Ja, verstanden. Fang schon mal mit der Aufklärung an. Ich markiere mal eben unsere Position. Ich kann es leider nur silhouettenhaft erkennen. Ja, ich mich auf. Ich roll schnell Gras weg. Ja. Ja, für Törtchen kommen. Leon, oder hast du gesagt? Leon, ja. Ja, Leon, komm. Hier, Törtchen, Markierung erkannt, Ende. Okay. Ja, ich glaube, da kann man sich auch ruhig hinhocken hier. So, schauen wir mal. Siehst du das Feldlager auch? Ja, erkannt. Da ist eine Patrouille, die patrouilliert drumherum. Da ist ein Panzer. Panzer sehe ich nicht. Hinter uns eigene Truppen. Ja, gehört. Patrouille besteht aus 1, 2, nochmal, 1. In der Bereitschaft, Alarmbereitschaft haben offensichtlich Zugstrupp entdeckt. 1, 2, 3. Konzalot hier, Manuel, Frage, Status, kommen. 3 Schützen haben sich hingelegt. Einer ist mit PA bewaffnet. Ich markiere mal. Ja, verstanden. Wir, Ocelot, haben uns nördlich verlegt in Bereich 020114 NumPad 3 Schützenkette aufgebaut und haben nach Nord sich Kontakt aufgebaut zu einer Infanteriepatrouille kommen. Hier, Manuel, soweit verstanden. Sichtkontakt mit der Infanteriepatrouille aufgebaut. Fragestärke, kommen. Ja, für Törtchen, Frage, Zielpunkt erreicht, kommen. Hier, Ocelot, konnten... Ah, alles krass, ist plötzlich wieder nachgewachsen, Patrouillen ausmachen, kommen. Hier, Manuel, soweit verstanden. Handelt es sich um die Patrouille, die bereits auf der Karte markiert ist, mit 3x Infpat PA, kommen. Unklar, es könnte sich um die zweite Patrouille handeln. Ach so, die erste Patrouille ist weiter. Oh, die für Törtchen kommen. Hier, Leon, soweit verstanden, Aufklärungspunkt erreicht kommen. Wenn Sie die Position klarer einschätzen und einordnen können, dann auf der Karte. Hier, Törtchen, habe verstanden. Vornehmen, da kommen.
bisschen ja, ungeduldig, Alter. Hier Manuel, Frage, befindet sich Wald im gegenüberliegenden, befindet sich Infanterie im gegenüberliegenden Waldstück von Ihnen 200 Meter? Kommen. Wiesel hier Manuel, kommen. Wiesel hört, kommen. Hier Manuel, sobald Sie in Position sind, bereiten Sie sich zum Sprung vor in das gegenüberliegende Waldstück. Wäre dann Koordinatenquadrant 020116, kommen. Hier, Visa Verstand, spring zu 020116, kommen. Hier, Manuel, bestätige, Ende. Okay, Jungs. Alle herhören? Ja. Wir springen zunächst in den Koordinatenquadrant, müsste jetzt direkt nördlich vor uns sein, eher nordwestlich. Den Ausleger von dem ersten, von der ersten Baumreihe. Rechts sieht man Löwe. Von da aus, wenn wir wieder Richtung Nordwesten springen, in den Koordinatenquadrant 020116, rechtsseits der Straße. Ja. Kann ich wieder hinlegen an deiner Stelle. Okay. Gut. Bedeutet, wir springen in zwei Gruppen, und zwar Alpha, Tok'ra, Leon, anschließend Törtchen und Wardi. Ja, verstanden. Erstmal bis zu dem ersten hier, direkt Richtung Nord, zu dem Waldstück. Ich hab hier Feinde in Sicht. Verstanden? Verstanden. Dann ausführen. Also vorne an der Sandsackmauer. Ja, wir werden aber wahrscheinlich noch in den nächsten Wald verlegen. Ja, Alpha, jetzt darfst du aufstehen. Könnte ich schieben, also ich hab einen. Okay, dann geht er schon mal vor. Okay, kommt. Mir nach. 2, 3 springt. Da in der Ecke wuseln drei oder vier Leute immer rum. Okay. Samstag okay, pack dich hin. Die Leon sind angekommen. Einstellung bezogen. Dann. Leon, zieh den Törtchen nach hier zu dieser Stellung? Oder? Ja, kommt gleich. Er kommt gleich. So, in Deckung gehen. Okay. Wir sind jetzt derzeit in 022 01152. Perfekt. Von jetzt an müssten wir direkt, lass mich mal kurz den Kompass anlegen, Nordwesten. Sprich 320 Grad an die gegenüberliegende Waldkante. So, da ist auch noch. Hier vorne? Da ist also noch ein Wotneck. An die Waldkante, ja. Achtung! Kam gerade ein Beschuss? Ne. Da ist ein Wotneck noch. Hab ich markiert. Wie nah dran? Ich sehe den gerade nicht. Moment. Also, unser Marschweg beträgt jetzt 120 Meter. Der ist in der Basis hinter einer Sandsackstellung. Ah, erkannt. Da bei der Fahne links darunter. Ah, wurde schon markiert. Ja, hab ich gemacht. Okay. Dann springen wir jetzt so. Wieder in zwei Gruppen. 1, 2 und 3, anschließend 4 und 5. 1 fertig. Okay. 3 bereit. Tok'ra, bist du fertig? Ja. Okay, dann schnappt der Leon, schnappt dir deine Jungs, wenn du es sieht. Okay, Jungs. Bereit machen. Und los. 3 springt. Ordre, Nahsicherung, Leon geht vor. 2 springt. 1 springt. Okay. Hier Manuel an alle abgesessenen Kräfte außer Lux verlagern in den Bereich 019116. Dort neu formieren, bereit machen zum koordinierten raupenartigen Vorgehen bis Richtung Nordwest. Markierung T72. Welches Sichtkim dürfte auf Löwe ausgerichtet sein? Hier Löwe verstanden, kommen. Wiese verstanden, kommen. Hier, Ocelot, so verstanden. Okay, nach hinten wieder zurückfließen. Emanuel, ich werde dort Straßenseite wechseln. Zielquadrant ist 019116. Ja, verstanden. Ziehen uns zurück.
Einfach nach hinten kriechen, einfach. Okay, verstanden. Ganz zurück, Toga. Okay. Gut, dann eine Reihe. Immer dem Wald hier folgen. Linke Kante. So, ich übernehme mal. Ja, ja, du läufst. Drei läuft. Eins läuft. Zwei läuft. Vier läuft. Und fünf läuft. Immer dem Antennenmann nach. Okay, hier stehen eigene. Oha. Wie weit sollen wir? Kuppert. Verstanden. Törtchen kommt gleich rüber. Jo. Okay, gut. Also, wir brauchen auf jeden Fall eine Carl Gustav, die sitzt, und zwar auf den T-72. Den müsst ihr westlich versuchen zu flankieren. Entweder ihr probiert es gleich von 019 117 aus unmittelbarer Nähe, oder ihr umlauft mit einem Zwei-Mann-Team weiter Richtung West, bis ihr den über die Freifläche bekommt. Dann könnt ihr ihn von hinten erwischen, habt eine größere Möglichkeit, dass er gleich hochfliegt. Ghost hat aber gerade mir gesagt, dass schon feindliche Infanterie hier in dem Waldstück nötig war. Ja, das werden sie wahrscheinlich sein. Gut, den Feind müsst ihr dann auf jeden Fall mit erledigen, wenn er vorrückt. Okay. Also, durch das Waldstück durch, T-72 aufklären und vernichten, Feuerkampf mit Infanteriefeind aufnehmen, soweit möglich. Wenn Feind überlegen, dann zurückfallen lassen, hier auf die Position, die Schützenpanzer geben euch Feuerschutz. Wodek befindet sich dort auch noch. Wenn die Schützenpanzer bis dahin noch nicht aktiv sind, richtet sich nach dem erfolgreichen Beschuss vom T-72 dann den natürlich noch mitbekämpfen. Lux befindet sich exponiert bei den drei schwarzen Punkten. Haben Milan in Stellung gebracht und bereiten sich darauf vor, wenn ein Gegenangriff erfolgt, dort auch noch zu unterstützen. Alles klar? Verstanden. 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 Gut. Dann macht euch aus, wer vorgeht, und dann vorwärts. Arzlot und Löwe befinden sich auf einer Höhe in einer schönen Kette. Könnten also zeitgleich hoch vorgehen. Könnten wir, ja. Könnten wir? Tun wir? Wir sind ja jetzt rechtzeitig, der Strahl. Wir bleiben ja jetzt hier links, ne? Wir bleiben links. Gilt also Priorität als T-72. Sieht man ihn von hier? Nein. Also ich konnte eben nicht sehen. Petro. Otro. Und der muss ja relativ mittig an der Straße stehen, ne? Was ist jetzt mit dem Parallel? Kommi? Ja. Mach mal eine Ansage als Feldwebel. Ich kann nur sagen, dass wir keine Gustav haben, deswegen hat das wenig Sinn, wenn wir da rangehen. Gut. Ja, bereits. Ich dann dann gehe ich vor und versuche mit Wadi den T-72 zu bekämpfen. Ja, ich mach mich schon mal. Sobald T-72 erfolgreich durch abgesessene Kräfte im westlichen Sektor vernichtet wurde. Ja, aber vorgehen bis Bekämpfbereich von T-72 müssen wir gemeinsam machen. Richtig. Also bis hier circa an die innere Seite und wir versuchen zu umlaufen. Um dieses okay. kleine Stück, damit wir den von hinten kriegen. Durch eigene abgesessene Kräfte, das heißt, wir sind links, ihr rechts. Bekämpft wurde, haben okay, das heißt, wir wechseln die Position. Richtig. Gut, machen wir so. Lux verstanden, die Mila wurde bereits aufgebaut. Was soll ich dann in der Zeit machen? Trupplöwe, Kette Richtung Ost bis zur Straße verschieben, Ende. Warten, was Törtchen sagt. Alpha, hier mal Kette linksseits.
weiter an aufbauen. Kontakt ca. 100 Meter okay. Raus, lauft im Wald im Moment Richtung Südwest. 4 hört kommen. Okay. Camp Otto. Geht los, Ziel der Hund. Hier 4 okay. Führt bekämpfen eigenständig durch, Rest verschiebt. Okay. Und grob okay. Richtung 3, 2, 0 Grad. Kette verschieben Richtung Ort. Weiter vor. Deck dran, wir haben Infanteriefeind. Unser Primärziel ist ja T-72. Dazu werden Wadi zum Schluss mit Leon nach vorne ziehen, während der Rest der Truppe hinter Deckung verbleibt. Ja, verstanden. Leon und ich machen das schon. Also wir gehen erstmal links am Waldrand lang, logischerweise. Versuchen uns nicht aufklären zu lassen. Also in der Kette bleiben, oder? Ja, ja. Im Moment haben wir eine Speerspitze. Okay, verbleibt mal kurz, damit die anderen nachrücken können. Verstanden. Wow! Wer schießt da? Gute Frage. Weiter? Positiv, weiter vorrücken. Okay, 1, 2, 3, ihr sprintet drüber, wir bleiben hier und decken euch. Alles klar, verstanden. Zwei springt. Steht unter Beschuss, Richtung Norden von uns. Okay. Besser. Rück einbauen, weiter nach links. Soll ich verwirken? Nee, mach. Bleib da. Jetzt hätte ich ihn verstören, wenn direkt Richtung Nord beschossen. Das war Feuer wieder? Ja klar, Feuer frei. Eins verwundet. Ja. Drei ebenfalls. Deckung halten. Hab da einen. Einen bekämpft. Versuche noch vor bis zum Karte, damit ich. Hier Leon, wir springen hinterher. Verstanden. An den Fahrzeugen, rechts. Naja, wir müssen noch ein Stück weiter vor, oder sehen wir den T-72 hier? Den siehst du hier rechts. Ah, Fahrzeug, du siehst den hier, der selbstständig. Da streiten wir uns Infanteristen vor. Im vorderen Bereich, zwei Bunker. Siehst du den T-72 hier? Den sieht man von dir links aus. Der ist hier direkt auf 40 Grad. Hier 5, bin ausgefallen und nachgezogen, befinde mich nun auf der Höhe der SPZ, bitte Anweisungen kommen. Hier Törtchen nachziehen, ändern. Leon? Ja? Suchen die Leiche, direkt verstanden! Weißt du, wo der liegt? Negativ, der muss hier irgendwo gleich in der Nähe sein. Rechts weiter. Der war rechts von mir immer. Manuel von Lux, kommen. Wir sehen die Verwundeten auch. Nee, hier, Manuel, komm. Nur verspritzen, da geht's. Da schiebt mich jetzt noch nach hinten. Bleib da, wo du bist, ja. Also, ja. Ich bin jetzt verwundet jetzt. Nur Versorgung nochmal. Löwe von Lux, kommen. Löwe hört, kommen. Salam. Ja, Frage, wurde die Bekämpfung des T-72 schon durchgeführt? Kommen. Entfernung?
Ist er wieder da? Leon? Ja, bin da. Noch aktiv. Hast du ihn im Blick? Komm gleich. Bin gleich soweit. Ich geh gleich die Entfernung durch, Sekunde. Entfernung zum T-72. Hier, Löwe, geben Bescheid, sobald T-72 bekämpft kommt. Entfernung zum T-72, 150 Meter. Von hier, komm zu mir hier rüber, hier ist eine perfekte Einsicht. Okay, hock mich auf. Ja. Der ist jetzt... Ja, ich sehe ihn, Hast du ihn? Erkannt? Warte, okay. Ich gehe auf die andere Seite. Ja, verstanden. Verstanden. Ja, sehr gut. Das ist Richtung 40 Grad, oder? Ja. Wird nicht der? Ja. Weil war die Richtung. Guck die Richtung 40? Ja, ich genug. Guck genau Richtung 40. 72, ja. Waffe justiert? Ich habe mal auf 100 eingestellt. Ein Ziel war ich leicht drüber. Also, hast du im Ziel bestätigt? Ja, Adi? Bestätige. Okay. Hier, Wiese an alle Gruppen, sind bereit zum Bekämpfen. Frage, sollen wir Feuer öffnen? Komm. Hier, Manuel, positiv. Feuereröffnung durchführen. T-72 bekämpfen. Kommen. Hier, Wiese verstanden, führen aus. Ende. Okay, Feuer frei. Verstanden. Rückstallzone frei. Rückstallzone ist frei. Achtung, schieße. Fuck! Zu hoch! Alter. Gleich noch. Jetzt aber schnell. Er hat uns noch nicht entdeckt. Hat uns noch hat nicht uns entdeckt. Noch nicht entdeckt. Komm, ich kann von hier nicht folgen. Ja, noch kannst du. Mach. Ganz ruhig. Schüsse kommen aus 43 Grad. Ja, Treffer bekämpft. Der Wiese hat T-72 bekämpft. Ende. Okay, Achtung, wir werden noch beschossen. Scheiße, zu hoch. Ah, wie peinlich. Okay. Bräuchte medizinische Versorgung. Okay, selbstständig bei Toga einfinden. Verstanden. Bin leer geschossen. Ja, okay. Toga? Bin hinter dir? Ja. Check mich mal durch, bitte. Hier Manuel, alle abgesessenen Kräfte wurden durch Lenkwaffe bzw. durch Fahrzeug mit Lenkwaffe entlang der Straße. E3 meldet 1 ist bereitschaftlich hergestellt. Identifikation vom Fahrzeug wird durchkommen. Hier Lux, südöstliche Seite feindfrei von Fahrzeugen mit Lenkwaffe. Die tun sich gestört. Seht ihr ein Fahrzeug mit der Lenkwaffe hier? Negativ. Hier Manu, soweit verstanden. Keine Sicht auf mögliches Fahrzeug. T-72 wurde vernichtet. Ah, es kommt. Oh. Ein BMP-2 hinter dem Lager. Bewegt sich auf der Straße vorwärts. Also ich glaube, es ist ein BMP-2. Lager. Rechts vom Lager, meinst du? Rechts vom Lager, ja. Hier Wiese, eventuelles Feindfahrzeug rechtsseits des Lagers gesichtet. Identifikation nicht möglich, da sich behindert. Ende. Das war jetzt auch doof. Mögliches Feindfahrzeug gesichtet, aber Identifikation ist nicht möglich. Ey, was schießt denn der da noch? Mein Gott. Hätten das Camp schon längst eingenommen. Okay, da kam die Lenkwaffe. Es ist ein BMP-2, oder? Ich hab einen bewegt sich jetzt auf der Straße entlang. Ja, gesehen. Ganz weit hinten.
bei dem Straßenknick hinterm Lager. Ja, hat auch irgendwas rausgeschossen, ne? Ja, gut, wir haben das Feuer eröffnet, sind wir jetzt auf Vorrück. Bin rechts hinter dir? Jo. No. Fahrzeuge BTR 70 und BTR 90 im Zwischengelände zwischen 1. und 2. Stützpunkt wurden aufgeklärt. Wir hätten jetzt falsch Schuss gemacht, oder? Boom! Da ist noch ein Infanterist. Jo, haben den. Einer bekämpft beim Panzer da vorne. Dialog, ein BTR im Straßenbereich des Lagers mittels Milan ausgeschaltet. Ende. Schön gemacht. Boah, die waren ein bisschen nur ausgefallen. Ja. Das war vermutlich dem Schützen sein Treffer seines Lebens. Bin ja neben dir gelaufen. Die Kugel abgefangen, die für dich bestimmt war. Ja, jetzt kommt auch schlechtes Gewissen. Ist Alpha wieder bereit? Alpha? Alpha? Alpha ist ganz vorne im Moment. Geh mal zu ihm. Naja, frag mal, ob er verwundet wurde. Alpha, alles klar? Ja, ist alles in Ordnung. Ich okay. Ich hab nur kein Schussfeld. Ich muss mich nach vorne oder nach links verschieben, um überhaupt was zu sehen. Ja, verstanden. Okay. Bleib erstmal da. Ja, wenn du da bleibst, passt schon. Ja, Alpha, alles klar. Verstanden. Zwei feindliche Infanteristen hinter der Base im Kurvenbereich. Drei Infanteristen laufen Richtung diesem Außenstützpunkt. Aber hinter der Kurve. Wo? Kannst du eine gerade sehen? Sind noch hinter dem Hügel, da wo es der Rauch ist. Da wo der Rauch ist? Mindestens zwei Infanteristen sind da über die Straße in die Böschung reingesprungen. Nach links? Ne, nach rechts. Die sind von links nach rechts gesprungen. Dann? Vielleicht kommen sie wieder, vielleicht tauchen sie wieder auf. So. An alle hier Lux im Straßenbereich aus nördlicher Richtung BMP3 Richtung Süd unterwegs. Kommen. BMP3 Richtung Süd unterwegs. Den könnte aus man Straßenbereich schnell zurücklaufen und nachladen. Wieso verstanden? Kommen. Also das Problem ist ja, die Waldspitze ist ja noch vor dem, also hinter dem Lager, deswegen sehen wir da gar nichts. Achtung, BMP 3, Fahrt Richtung Süd, östlich da des Stützpunkts. Östlich vom Stützpunkt ist BMP 3. Östlich, okay. Oh. Von links? Von links definitiv. Was? Links gucken. Hier, Wiese, Feind versucht westlich zu umlaufen, Infanterie. Und hast du die in Sicht? Ne. Richtung Nordwest. Ja. Da ungefähr an den Deutschschüssen. Da hat's gerade die Funkt. Ich laufe mal ein Stückchen weiter nach links. Am Lager sind jetzt eigene Teile, richtig? Boah, frag mich nicht. Definitiv, ja. Richte dich mal Richtung Nord-Nordwest aus. Achtung, BMP 3 bewegt sich weiter in Richtung Süden. Richtung markierte Position, Lux.
keine Panzerabwehrwaffe mehr verfügbar, kommen. Jocelot, MP3 im Waldstück im Bereich. Hast du ihn? 118. Ich sehe ihn. Ich sehe da ein paar Schüsse, die im Wald reinfliegen. Aber geh noch ein Stückchen weiter Richtung Nord. Ja, ich komm zurück. Stell dich hier hin und dann guck nach links. Dann siehst du sie genau zwischen zwei Bäumen. Also schießen schon auf unsere Richtung, ne? Los. Ja, kann. Zwei Stück habe ich gesehen. Einer liegend, einer stehen. Hier Lux, Bierbitterei ist explodiert. Infanterie abgesessen. Lux bekämpft. Ende. Wir haben keinen Kontakt. Da liegt einer. Mal die Richtung. 340. Einer liegt da, ist bekämpft, aber die anderen kann ich ausmachen. Zwei habe ich bis jetzt. Hinten schießt noch irgendwas. Ja, ein MG. Ich schwenk noch ein bisschen weiter nach rechts. Ja, Feind erkannt. Hier diese vorrücken feindlicher Trupp, vermutlich in Gruppenstärke, konnte linksseits des Stützpunkts aufgehalten werden. Vor uns. Ein Feind noch gesehen. Da ist noch ein zweiter hinter. Selbe Richtung. Hinten in der Tanne. Lade. Ja, zwei Feinde bekämpft. Sind noch mehr. Weitere zwei Feinde bekämpft. Rechts einer bekämpft. Ein weiterer. Bekämpft. Bestätigt. Da ist noch einer. Keine Sicht hinterm Baum. Läuft nach rechts. Verloren. Weiter Feinder Feind links. Noch einer. Zwei bekämpft. Mensch, das ist ja wie doppelte Gruppenstärke fast. Das ist ja wie bei Mohren heute. Ja, oder? Einer ist noch nach rechts ausgewichen. Okay. Also ich sehe gar nichts, nicht einmal Leichen. Okay, wir gehen Richtung 320 Grad, ca. 50 Meter. Macht vorsichtig, langsam, wie gesagt, von Baum zu Baum. Verstanden. Nur nicht riskieren. Ja. Und los? Und vorrücken. Eins geht. Dann. Ja, geht. Langsam, langsam, Alpha, Waffe in Anschlag. Bist du vor zum nächsten Baum, Leon? Ja. Laufe. Okay, und wieder ein Stück vor.
Okay, ich geh zum nächsten. Okay, kannst. Geh links von dir vorbei. Verstanden. Laufe. Leon, hast du nicht gesagt, rechts sollte nur einer sein, eventuell? Ja. Auf der rechten Flanke noch aufpassen. Ich laufe. Pass auf, gegenüber liegt an dem. Warte Kreuz. Noch. Warte noch. Noch nicht. Schau noch mal eben hier. Okay, kannst. Okay, haben wir gut aufgeräumt hier. Laufe. Standen. Rechts an dir vorbei. Standen. Bin vor dir. Standen. Da noch. Sichere nach Nordosten. Standen. Sieh vorbei. Links. Ja. Ich meine natürlich immer, wenn ich rechts sage, meine ich links. Okay, übernehme Nordost wieder. Kannst. Okay, Nordost. Standen. Hier vorbei. Okay, Achtung, hier Löwe, Checkpoint entlang der Straße wurde soweit gesichert, kommen. Ja, verstanden. Ich geh weiter. Links. Hier, Manuel, soweit verstanden. Rücken Sie weiter vor bis zum Depot. Gruppe Lux und Manuel befinden sich bereits dort vor Ort. Im Feuerkampf mit feindlichen Kräften. Stärke noch unbekannt. Kommen. Hier, Löwe, so verstanden. Rücken Richtung Depot weiter vor und unterstützen eigene Kräfte. Kommen. Hier, Manuel, bestätige Ende. Dort steht, kannst du, Wadi. Zieh links vorbei. Standen. Ist eine scheiß Position. Dort steht. Halt! Abducken! Feindlicher Spähposten, 310 Grad, Entfernung, 250 Meter, gegenüberliegende Waldkante, ein Infanterist, Standardbewaffnung AK, im Moment nicht weiter ausmachbar, überprüft die, haltet das Feuer, überprüft die Umgebung. Verstanden. Schauen wir im Bereich rechts davon an, Lager nach links. Ja. Rechtsseits davon, soweit einsehbar, nichts zu erkennen, keine weiteren Feinde. Kann sonst jemand Feinde erkennen? Schauen wir nochmal mit Wärmebild. Norden ist klar. Negativ. Okay, Leon. Ein Schuss, Feuer frei. Ja, verstanden. Jetzt schieße ich dich ab, wenn ich so bleibe. Warte. Soll ich mich nach unten ducken, dann kannst du dich aufdenken. Was, den mache ich so, Freihand hier. Oh, war nichts. Zack. War ein Headshot, laut meiner Sicht. Ja, war auch, aber der erste war ein Stückchen drüber. Okay. Weiter vorrücken in den Ausleger. Wenn Waldrand erreicht, selbstständig stoppen, abducken, Lage klären. Ja, verstanden. Okay, Wadi, geh links weiter. Mhm. Hat Heiko Glück gehabt, dass ich ihn gerade mal gesehen habe. Okay, dann fuhr ich mal an und frag, was er als nächstes machen soll. Mal nur für Wiese kommen.
Kontakte gesehen, Nordwesten, andere Waldseite. Ja. Patrouille, zwei Mann. Hier Manu, komm in. Hier Wiese, haben Feind zurückgetrennt bzw. bekämpft, sowie ein Speer ausgeschaltet. Weiter Feindkontakte Richtung Nordwest, ungefähr Koordinatenquadrant 013123. Kommen. Hier Manu, soweit verstanden. Ja, erkannt. Erkannt. Entlang der Straße Nordwest. Einer. Scharfschütze 34 Grad. 034 Grad, Scharfschütze. Ich komme gleich auf Freifläche. Hier Wiese verstanden. Frage, weiteres Vorgehen kommen. Hier Manu, wiederhole. BTR 70 auf der Straße. Bekämpfung umgehend durchführen. Kommen. BTR 70 auf der Straße. Soll die Säcken da jetzt hinkommen. Hier Wiese verstanden. Nein. Okay, wir haben auch Richtung Nord-Nord, also Nordwest haben wir auch noch eine Patrouille. Der gegenüberliegenden Seite des Waldes. Ein Mann. Könnt ihr zwei Mann. Ihr Fahrzeug sehen? Frage? Nee, so. Was für ein Fahrzeug? BTR. Oben BTR soll hier schon wieder sein. Wo genau? An der Straße. Aber ich sehe nicht mal die Straße voller Bäume. Okay, Tokra, weiter beobachten. Ich sehe sie gerade nicht mehr. Aber denke ich, sie gerade auch aufgegangen. Gut, Leon, dann klär mich mal auf. Was denn? Patrouille? Alles. 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 Ja, Richtung Nord-Nordwest. Patrouille bewegt sich jetzt Richtung Nord-Südwest. Ist jetzt hier auf. Ungefähr. Ist jetzt hier auf 320 Grad. Bei dem kleinen Wäldchen. Hier gegenüber von uns. Hinter der Freifläche. Wir müssten gleich links davon wieder rauskommen. Ach, da. Erkannt den Wald? Das kleine Wäldchen, ich glaube, ja. Da, links davon sind die jetzt im Wald. Hier Falke einmal und alle. Ein Scharfschütze ist auf der Karte markiert. Konnte noch nicht bekämpft werden. Ein Scharfschütze ist auf der Karte markiert. Was kann ich jetzt dafür? Schön. Ah, ich habe die Patrouille erkannt. Ja. Echt? Feuer halten. 320. Mein Gott, wo sind die denn? Jetzt sind sie auf 300. 310 Grad. Ah, dort hinten. Entfernung 400. Sind das bekämpfen? Negativ. Wie viele? Zwei. Sturmgewehr beide. Ziehen wir zurück, wann? Ja. Okay, näher ranpushen würde das jetzt auch nicht bringen. Wir haben einfach keine Möglichkeit mehr. Jetzt bewegen sie sich von uns weg. Gehen wieder zurück. Die werden Patrouille. Lass mich mal kurz überlegen. Okay. Gut. Wir springen. Richtung Nordost, gegenüberliegendes Waldstück. Wenn Waldrand erreicht, stoppen, Rückraum sichern. Wieder ins vier Gruppen. 1, 2, 3, 4 und 5. Wie Grad gehen wir? 40 ungefähr. Okay, verstanden. 40 Grad Nordosten. Ja, verstanden. Okay, Ausführ. Sollen wir? Okay, dann. Aufpassen, BDR ist noch markiert. Dann 3 springt. Soll ich mitspringen? Was die gehen, ja, oder? Ja. Und sag Alpha, also Doppel-W drücken. Alpha, du musst Doppel-W drücken und aufstehen. Sind da, Leon. Okay, verstanden. Alpha? Ja, ich bin jetzt. Hier Lux, wiederhole. Sicher du unseren Rückraum? Position am Depot bei brennendem Fahrzeug. Sag ihm mal, dass er Rückraum sichern soll und wir sichern. Und wir sichern Richtung Wald, Richtung West. Hier, Lux, verstanden. Okay, sind angekommen.
Törtchen verstanden, Ende. Patrouille erkannt, sind von uns aus gesehen auf 305 Grad. Grad hinter dem Baum verschwunden. Ja, verstanden. Achtung, Poker, Kreuzer. Kreuzer. Okay, wo ist die Patrouille? 305 Grad, rechts marschierend hinter dem Baum jetzt. Werden wir auch nicht mal sehen, da ist jetzt auch die Hügelkante im Weg. Okay. Gut. Leon? Ja? Wir verlagern noch weiter Richtung 3. Aktualisiere Position. 3? Was? 350 Grad. Verstanden. 305 Grad. 350. 350. 350, ja. Ungefähr 50 Meter voraus. Ocelot ist okay. Wieder ganz langsam über die Bäume vorrücken. Deckt euch gegenseitig. Wie bitte, Wadi? Südöstlich von uns befindet sich Ocelot. Ah, verstanden. Aber noch kein Sichtkontakt. Akustisch schon gehört. Gut, Leon, wie sieht denn da rechts die Lage aus? Schau gerade. Hier ist ein kleines Lager. Moment. Im Depot sollen schon eigene sein. Ja, hier ist er. Ja, eigene erkannt. Keine Feinde mehr ausmachbar. Okay. Dann rücken wir noch ein Stück weiter vor. Verstanden. Sogar nächste Baum. Okay, Nord steht. Kannst. Wadi. Okay, bleiben wir hier. Ja, verstanden. Dann Richtung Nord ausrichten. Alpha, übernimm ja. Rückraum. Rückraum sichern. Rückraumsicherung, genau. Verstanden. Am besten zu zweit, Tora. Tora. Tora? Rückraumsicherung Tora. Mit Alpha. Tora. Rückraumsicherung Tora. Mit Alpha. Genau. Rückraumsicherung mit Alpha. Okay. Für Wiese am Zielpunkt erreicht. Frage, weiteres Vorgehen kommen. Hier Manuel an alle Gruppen, wenn sie Position erreicht haben, am Waldrand in Stellung gehen kommen. Löwe verstanden kommen. Lux verstanden kommen. Krise völlig zu weit rankommen. Immer nur Ende. Okay. Richtung 2-0 Grad, Jungs. Alle zusammen in Kette. Wir bewegen uns Richtung 2-0 Grad in Kette. Ende. Mörse? Nein. Okay, und los. Achtet im Squadradar auf die Kette. Alpha. Er kommt doch, leider verstanden hat er so. Also. Okay, vor uns Zelte. Ja, erkannt. Guck erst nach Fahrzeugen. Toga, Stag Alpha, wir sollen mehr bei uns bleiben. Alpha! Komm auf die Person! Okay. Alles klar? Törtchen getroffen! Törtchen ausgefallen! Super! Okay. Und auch getroffen. Naja, alles okay. Zieht euch noch eine Baumreihe zurück. Feuer öffnen. Im Zelt. Ist er.
Ah, kann nichts machen. Ja, zieht euch zurück. Geht in Deckung. Okay, Status. Ja. Rauch steht. Dann. Das darfst du nicht retten, wenn ich schieße. Ah, fuck. Okay, zurück, Jungs. Törtchen ist tot. Oder? Überhaupt nicht tot. Scheiße. Er lebt noch voll. Okay, zurück, zurück. Mindestens zwei, drei Bäume zurück. Gesamte Gruppe 50 Meter zurück in den Wald. Das reicht. Die hinterm Baum. Okay, Alpha war die Richtung Lager Feuerschutz eben. Geht nicht, Alpha ist ausgefallen. Okay, verstanden. Dann nur Wadi. Okay, Tocker. Mach mal jetzt was zurück. Ja, kümmere dich um ihn. Verarzte mich eben selber. Geht gar nicht. Hab ich schon. Ja. So. Wenn du zurückgezogen hast, hab ich dich und Dörfchen schon versorgt. So, Alpha jetzt erstmal Blutung gestillt. Sehr schön. Danke. Willkommen Unterlegenen. Hey, ein einziger Schuss und mitten durch den Baum. Ach, du hast ja gar keine Schmerzen. Ja, so. Hier sind wir hier in Deckung oder soll ich nach oben kriechen? Nee, passt schon. Okay. Der Feind ist Richtung Nord-Nord-Ost. Hey, der blutet doch noch. Was? Ich habe ihn doch gerade verbunden. Stümperhafte Arbeit hier. Okay, Alpha ist noch verwundet. Hm. Verstanden. Meine Wenigkeit selbst auch. Wir sehen den Feind auch nicht. Der ist da hinten im Zelt. Ja, da habe ich ja reingeschossen, aber Scheibe habe ich nicht erwischt. Ja, seid ihr das zurückziehen und dann hat er mich abgefahren. Der Alpha hat auch keine Schmerzen. Nur halb durchlöschert. Oh. 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 Christian Helmer, Bassmusik, was hat ja. Ey, das hätte mir jetzt fast meine Statistik versaut. Meine Statistiken sind für den Arsch und fliege aber. Ach, pass auf, eigene sind rechtsseits vom Zelt. Ja, hab ich schon gesehen. Der schwarze Mann. Was zur Hölle? Alpha? Ja. Ansprechbar? Ja. Ja, pass doch immer auf den Rückraum noch mit auf. Gute Zelte gehen wir, ja? Hm. Na, dann mal los. Ja. Macht vorsichtig. Okay, und zwar an die Scheune ran. Ja, verstanden. Scheune. Verstanden, Scheune. Hier sind irgendwo Fahrzeuggeräusche. Das eigene? Hinter der Scheune rechts, das eigene. Links, Fahrzeuggeräusche, war die bereit machen. Okay, dann schnell an die Scheune. Ist die Rauchwolke da hinten? Mhm. Rauch? Oh. Auf. Achtung! Ja, da kommt, das kommt, es kommt. Okay, Rückstrahlzone ist frei.
sehe nichts. Da ist ein Hügel direkt vor, wir müssen noch ein Stück über den Hügel rauf. Okay, ich glaube, ich hat sich erledigt. Wie war die? Deck deine linke Flanke. Okay. Kommt was raus zu? Ja. Sankt Togger, Kreuzer. Okay, weiter zur Geländekante. Kette aufbauen. Scheint bekämpft. Langsam vorwärts Marsch. Löwe und Ocelot. Richtung 3-0-0. Übers Feld. Ja, übers Feld. Ocelot. Langsam Schützenkette übers Feld. Richtung Nordwest. So, da bin ich okay. Wieder irgendwie. Hat gerade das Internet gespackt. Standen. Leon? Ja. Wir bewegen uns jetzt weiter Richtung Nordwesten. Kommt rechts aus dem Wald. Leon? Okay, ja. Und weiter. Warum gehen wir eigentlich überhaupt hierher, weil hier überhaupt ist? Soweit ich das mitbekommen habe. Leon, links rüber, beziehungsweise Gruppe Wiese links rüber zur Waldkante. Mann an alle Einheiten, Freifläche verlassen und Deckung so. Verstanden. Zurückfallen lassen zum letzten Stützpunkt, dort sammeln wir uns neu. Kommen. Verstanden, kommen. Lux, verstanden, kommen. Okay, wir ziehen uns zurück wieder in das Lager, wir machen Ende. Kommt, umdrehen und in der Reihe Richtung. Wird gekriegt, Hörchen? Oh, Uga macht hin. Wie gesagt, verstanden, kommen. Okay. Zurück zu zur letzten Stellung. Hier, Manuel, Ende. Zurück zur letzten Stellung. Sagt er manuell, da hat noch eine Gruppe gefehlt. Ja, verstanden. Oh. Drei läuft. Body, wir ziehen uns zurück zum letzten zur letzten Stellung. Ein Ort.